Seid ihr herzlich willkommen. Was ist los mit ihm? Das ist eine Liebesorakel. Und bei dieser Legung schauen wir an, was ist los mit ihm. Das ist eine allgemeine Legung. Aber ich bin sicher, dass etwas spricht für dich, weil es gibt keine Zufälle und das ist auch kein Zufall, dass du gerade diese Orakel anschaust. Aber es besteht die Möglichkeit, eine persönliche Legung buchen, wie zum Beispiel, was ist los mit ihm? Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Wenn du diese Legung mit Astrologie wünschst, mit vedischer Astrologie, dann beträgt mein Honorar 25 Euro, aus der Schweiz 27,50. Und jetzt schauen wir an, was ist los mit ihm. Hier sehen wir einen Turm und dieser Turm bricht zusammen. Er steht kurz vor größeren Veränderungen. Dieser Turm kann bedeuten, dass ihm etwas gefangen gehalten hat, wie in ein Labyrinth, und er bricht gerade aus. Oder dieser Turm kann ein Amt sein oder eine rechtliche Lage. Es ist nicht schön, es ist nicht angenehm für ihn, aber das geht jetzt zum Ende. Und hier sehen wir schon seine königliche Haltung. Und er vertritt hier die Luftelement, zeigt mehr Leichtigkeit. Es ist gelungen, sich zu befreien von diesem Turm, von diesem Gefangenschaft. Das kann Ex-Beziehung sein, das kann auch seine berufliche Situation sein oder seine Ängste. Hier kann er endlich aufatmen, kommt zum Luft. Und du, wenn du eine Dame bist, erscheinst auch hier als Königin, Königin der Luftelement. Ihr passt sehr gut zusammen. Er ist der König, du bist die Königin und die Luftelement verbindet euch und das heißt eine gewisse Freiraum, Leichtigkeit und Kommunikation. Diese Karte ist so ähnlich wie dieser Turm. Weil erstmal, hier ist auch diese Enge. Vielleicht gibt es noch Momente, wo er noch in diese Enge fühlt. Aber diese Karte symbolisiert die Veränderungen, die Befreiung. Vielleicht geht es nicht von heute auf morgen, aber seine Einstellung stimmt. Er ist hier ein stolzer König. Also selbstbewusst. Du kannst ganz gut damit umgehen. Ihr könnt über viele Dinge miteinander reden. Und das befreit natürlich auch. Er kommt zum Leichtigkeit, was hier auch spürbar ist. Und vor allem, hier sehen wir diesen Kelch. Und das bedeutet die Gefühle. Also ihr werdet auch über Gefühle sprechen. Hier sehen wir auch wie ein Fest, die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit. Kann natürlich sein, dass eine dritte Person hilft oder kommt eine Einladung, bedeutet ein Fest. Aber diese Karte kann auch bedeuten, ihr kommt näher. Hier sehen wir auch, ihr seid in gleichen Augenhöhe und ihr beide plant etwas Neues und das wird eine neue Richtung sein. Er macht aber einen Fehler. Er versucht, hier etwas noch festzuhalten. Hier handelt es sich um Finanzen oder seine Arbeit oder all das, was er meint. Das gibt ihm Sicherheit und Stabilität. Also er fällt wieder in diesem tiefen Loch oder in diesem alten Muster.
Hier zeigen die Karten die Befreiung, die Veränderung, die Leichtigkeit. Und dann kommt ein Moment, wo er versucht, noch etwas festzuhalten, weil er meint, ach, das ist stabil, stimmt aber nicht. Und das kann seine berufliche Situation sein. Oder kann seine sture Haltung sein, die Unbeweglichkeit, obwohl er spürt die Befreiung, die Leichtigkeit, die tolle Verbindung zu dir, deine Unterstützung. Und doch gibt dieser Moment auch, aber nicht allzu lang, weil er verändert sich auch. Hier erscheinst du als Königin, er als König. Herrschst du über die Erde-Element, über die Münzen. Er herrscht auch über die Erde-Element, über die Münzen. Also bewegt euch wieder in die gleichen Augenhöhe. Und hier ist wichtig die Stabilität. Nicht nur finanziell und beruflich, sondern Stabilität in die Liebe-Partnerschaft. Du als Partnerin kannst ihn unterstützen. Vielleicht kommt bei ihm eine berufliche Veränderung, weil die Münzen zeigen auch die Finanzen, Beruf, Berufung und hier ist schon die Bewegung. Alleine schafft es nicht, weil er versucht, etwas noch festzuhalten. Das sehen wir hier. Obwohl, er fühlt sich hier abgefangen. Es geht ihm nicht gut beruflich. Aber vielleicht kannst du lenken, die Geschehen oder kommt Einfluss von außen, bekommt ein gutes Angebot und dadurch bewegt sich dann und lebt dann seine Berufung oder schaut genau das an, was für ihn wertvoll ist. Anfang wird das nicht so einfach sein. Er muss noch viel mitschleppen, vielleicht hat viel Arbeit oder bedrückt ihm etwas. Aber kommt die Veränderung und die Endergebnis ist, hier bist du die Königin, er ist der König, hier bist du die Königin, er ist die König. Luftelement, Erdeelement, Leichtigkeit, Bewegung, Ideenreichtum und die Manifestierung, die Stabilität. Und das war dieser Liebesorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.